Das Topspiel der zweiten Liga steht vor der Tür. Morgen Abend um 20.30 Uhr heißt es hier bei uns in der Folter Arena FCH gegen HSV. Damit herzlich willkommen zu unserem Spieltagsupdate. Hier wollen wir euch natürlich wie gewohnt alles Wissenswerte über die vergangene Woche mit auf den Weg geben und schon mal einen kleinen Ausblick auf die Partie am morgigen Samstagabend wagen. Wir starten mit einem Interviewausschnitt von Jan Schöppner, das Ganze nach der bitteren Niederlage in Braunschweig. Genau das Spiel brauchen wir vor unseren Fans zu Hause, wo wir sowieso stark sind. Dann noch 20.30 Uhr abends Spiel, da ist man heiß, da freut man sich drauf und genau so ein Spiel brauchen wir jetzt. Vor ausverkauftem Haus und das hier bei uns in der Folter Arena, das scheint unserer Mannschaft also gerade gelegen zu kommen. Neben dem Sportlichen tatsächlich auch medial in dieser Woche einiges los, der rummelt da schon etwas mehr als normalerweise. Neben diesen Terminen aber tatsächlich auch noch eine ganz interessante Abendveranstaltung, die zwei unserer Spieler besucht haben. Die waren nämlich zu Gast in der Kaufmännischen Schule Heidenheim. Genauer gesagt waren zu Gast Florian Pick und Kevin Sesser und letzterer war damals Schüler, deswegen war es ein kleines Wiedersehen mit all Bekannten. Was da aber genau passiert ist, seht ihr erst nach den aktuellen Trainingsbildern. Der Trainer bereitet uns gut auf Hamburg vor. Ich denke mal, die letzten 2 Tage waren wieder intensiv, weil es am Samstag auch ein intensives Spiel wird. Und ich glaube, wir müssen alles auf den Platz legen, was das Thema Pressing betrifft. Und ja, ich denke mal, wir sind gut vorbereitet die Woche. Jetzt geht es in den Endspurt, die letzten 2 Tage. Und dann schauen wir, dass wir Samstag 32:14. Ja, ich finde einfach, dass die Schule mit dem Verein ganz gut arbeitet. Ist ja für einen guten Zweck, mal wieder die alten Lehrer zu sehen, mal wieder hier mit den Leuten PlayStation zu spielen. Aber wir sind trotzdem konzentriert und fokussiert aufs Wochenende. Nach einem neuen Haarschnitt für Florian Pick darf es gerne wieder etwas ernster werden. Deswegen schauen wir jetzt mal auf die aktuelle Pressekonferenz. Und ich bin mal gespannt, was Frank Schmidt zu dem Spiel gegen den Hamburger SV zu sagen hatte. Das ist was Besonderes, wenn man Abendspiele hat mit Flutlicht. Es geht darum, das Spiel zu spielen und nicht jetzt schon sich damit auseinanderzusetzen, was dann am Ende ist. Grundsätzlich sage ich immer, es geht darum, dass wir jedes Spiel gehen und auch ja, das Wissen haben, dass wir eine Chance haben, dass wir das Spiel gewinnen können. Und um das geht es jetzt morgen. Und deswegen spielen wir erstmal das Spiel und dann machen wir uns Gedanken, wie die Situation nach dem 20. Spieltag ist. Die Heimbilanz, das sei nur am Rande gesagt, spricht in dieser Auseinandersetzung übrigens klar für den FCH. In 4 Auseinandersetzungen in der Folter Arena gab es bisher 2 Siege für Heidenheim und 2 Punkteteilungen. Und das soll natürlich am Samstag um 20.30 Uhr genau so bleiben. Der HSV darf gerne ein bisschen warten, bis er den ersten Sieg bei uns in der Folter Arena einfährt. Und wie das genau funktioniert, wie das bisher geklappt hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Es verspricht also ein ganz besonderes Spiel zu werden. Flutlicht, ausverkauftes Haus und Topspiel. Besser geht's ja eigentlich gar nicht. Kommt also frühzeitig in die Foyt Arena, unterstützt unsere Mannschaft und habt einfach einen überragenden Abend.